Jetzt kommen wir zum Top 5. Gedenken an den Völkermord an den Armeniern. SPD, CDU, CSU bringen gemeinsam mit den Grünen einen Antrag ein, Erinnerung und Gedenken an den Völkermord an den Armeniern und anderen christlichen Minderheiten in den Jahren 1915 und 1916. Sie haben es in dem Vorfeld sicherlich mitgekriegt, die heftigen Diskussionen. Das deutsche Parlament wird nicht das erste sein, was die Geschehnisse aus diesen Jahren im Osmanischen Reich als Völkermord brandmarkt. Der Zeitpunkt und die Art und Weise wurde im Vorfeld ja auch heftig hin und her diskutiert. Aber sei es drum, nun ist es soweit, dass das deutsche Parlament 101 Jahre nach den Geschehnissen hier also die Geschehnisse als Völkermord einordnet. Das haben vor diesem Parlament schon mindestens 20 andere Parlamente getan, unter anderem das EU-Parlament schon im Jahre 1987. Aber auch der Papst zum Beispiel hat die Geschehnisse damals als Völkermord bezeichnet und wurde vom türkischen Präsidenten Erdogan gemaßregelt, er rede Unsinn, wie überhaupt die Reaktionen aus der Türkei auf diese Frage sehr emotional geladen sind. Und das ist ja auch ein Politikum, denn bekanntlich in der Flüchtlingsfrage sind die Türken, ist der türkische Präsident einer der wichtigsten Ansprechpartner für Angela Merkel und die Europäische Union. Und der eine oder andere hat schon angemerkt, es sei nicht ratsam, jetzt hier in dieser Frage Flagge zu zeigen und sich den türkischen Partner zu verärgern, der ja übrigens auch unter anderem NATO-Partner ist. Aber dennoch, das deutsche Parlament ist selbstbewusst genug, um zu sagen, wir werden jetzt heute hier diese Resolution verabschieden. Im Übrigen, die Linke wird wohl auch mitstimmen. Sie hat einen sehr ähnlichen Antrag eingebracht. Sie hätte normalerweise auch mit der CDU, CSU, SPD und den Grünen diesen Antrag unterschrieben. Aber es gibt eine Regel bei der Union zumindest, dass man in Sachfragen mit der Linksfraktion hier im Hause nicht zusammenarbeitet. Norbert Lammert, der Bundestagspräsident, wird jetzt hier einführen in dieses Thema. Dass der Umgang mit historischen Geschehnissen außerordentlich schmerzhaft sein kann. Wir haben aber auch erfahren dürfen, dass eine ehrliche und selbstkritische Aufarbeitung der Vergangenheit nicht die Beziehungen zu anderen Ländern gefährdet. Sie ist vielmehr Voraussetzung für Verständigung, Versöhnung und Zusammenarbeit. Ich habe bei gleicher Gelegenheit schon vor einem Jahr darauf hingewiesen, dass wir die türkische Bereitschaft heute in der Gegenwart Verantwortung insbesondere für das Schicksal von Flüchtlingen zu übernehmen, ausdrücklich würdigen, wenn wir an das Bewusstsein auch der Verantwortung für die eigene Vergangenheit appellieren. Die heutige Regierung in der Türkei ist nicht verantwortlich für das, was vor 100 Jahren geschah. Aber sie ist mitverantwortlich für das, was daraus in Zukunft wird. Meine Damen und Herren, im Vorfeld der heutigen Debatte kam es neben Protesten und Demonstrationen auch zu zahlreichen Drohungen, insbesondere gegenüber Kolleginnen und Kollegen mit einem türkischen Familienhintergrund, bis hin zu Morddrohungen. So selbstverständlich wir jede Kritik akzeptieren, auch unsachliche, polemische und aggressiv vorgetragene Kritik, so klar muss auf der anderen Seite sein, Drohungen mit dem Ziel, die freie Meinungsbildung des Deutschen Bundestages zu verhindern, sind inakzeptabel. Wir werden sie nicht hinnehmen und uns ganz gewiss von Ihnen nicht einschüchtern lassen. Wir nehmen unsere Verantwortung wahr. Ich eröffne die Aussprache und erteile als Erstes das Wort dem Kollegen Rolf Mützenich für die SPD-Fraktion. Rolf Mützenich, meine Damen und Herren, für die SPD-Fraktion ist der erste Redner, er ist stellvertretender Fraktionsvorsitzender. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, wer alles gelesen hat, weiß, dass der heutige Antrag auf Bundestagsdebatten
aus dem Jahre 2005, aus dem letzten Jahr und aus diesem Jahr basiert. Und ich bin froh, dass wir einen gemeinsamen Antrag gefunden haben. Persönlich sage ich, ich hätte mir eben auch einen Antrag aller Bundestagsfraktionen gewünscht. Und scheinbar schwingt nicht nur ein Tabu bei dieser Debatte mit, sondern auch ein weiteres. Und deswegen sage ich, ich hoffe nicht, dass erneut ein Handschlag dem vorausgehen muss, aber irgendwann wird es dazu kommen, dass wir zumindest bei diesen Themen auch einen gemeinsamen Antrag finden. Meine Damen und Herren, der Antrag ist keine Klageschrift. Und ich sage sehr deutlich für meine Fraktion, Demonstrationen sind zulässig. Aber genauso zulässig ist, dass der Deutsche Bundestag aus den Debatten um den Völkermord politische Schlussfolgerungen zieht. Und das steht einem selbstbewussten Parlament gut zu Gesichte. Und deswegen sage ich sehr eindeutig, wir als Abgeordnete lassen uns nicht einschüchtern. Aber ich sage auch gleichzeitig, egal von welcher Seite. Und deswegen ist dieser Antrag auch ein Appell zur Aufarbeitung und zur Selbstverantwortung in der Tat der Türkei. Aber letztlich eben auch gehört die armenische Seite mit dazu. Und ich finde, auch das wird diesem im Antrag sehr deutlich, weil wir wollen zukünftig gerichtet eben in einer Region des größeren Kaukasus keine weiteren Spannungen sehen. Und deswegen bieten wir auch als Deutscher Bundestag mit der Bundesregierung gemeinsam an, dort, wo der Versuch gemacht wird, Entspannungsschritte zu gehen, dies auch zu tun. Und das halte ich für legitim. Und ich glaube, dazu muss auch der Deutsche Bundestag etwas sagen dürfen und können. Insbesondere, weil Deutschland zurzeit den Vorsitz bei der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa hat. Und im Grunde genommen ist das ja der Kern der Entspannungspolitik, der den Kalten Krieg überwunden hat, dass eben so viele Länder versuchen, über ihre Streitpunkte hinaus internationale, regionale Institutionen zu nutzen, um Versöhnung anzugehen. Und der zweite Punkt, wir wollen, dass gerade junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, und ich sage das ganz offen, ich habe große Hoffnungen gerade in die junge Generation, die oft viel bereiter ist, auch in diese Richtung zu gehen, auch mit Stipendien zum Beispiel zu unterstützen, um die gemeinsame historische Aufarbeitung zu machen. Und als drittes, das möchte ich auch an die Repräsentanten der beiden Länder sagen, im Jahre 2009 hat unter Schweizer Vermittlung sind die Zürcher Protokolle zustande gekommen, wo es eben diesen Aussöhnungsprozess gegeben hat. Und ich bitte schon, dass demnächst auch beide Parlamente versuchen, endlich eine Ratifikation dieser Protokolle zu unternehmen. Und der letzte Punkt, auch das ist die Verantwortung und auch das Recht, dem sich der Deutsche Bundestag stellt, die deutsche Mitschuld zu betonen. Und auch deswegen reden wir heute darüber. Und wir erinnern ja daran, dass es eben mutige Diplomaten gewesen waren, Krankenschwestern, aber eben auch von dieser Stelle Politiker wie Eduard Bernstein und Karl Liebknecht, die auf die Verfolgungen hingewiesen haben. Und auch deswegen, finde ich, ist es das Recht und auch die Pflicht des Deutschen Bundestages, über dieses Thema zu reden. Meine Damen und Herren, die Vertreibung der armenischen Volksgruppe während des Ersten Weltkrieges wurde in der, Zitat, Absicht begangen, eine nationale, ethnische, rassische oder religiöse Gruppe als solche ganz oder teilweise zu zerstören. Zitat Ende. Das ist ein Zitat aus der Völkermordkonvention, die richtig, und dies wird uns ja oft vorgehalten, eben nicht gilt, weil sie erst 35 Jahre später und 1954 durch den Deutschen Bundestag ratifiziert worden ist, in Kraft getreten ist. Aber sie hat Relevanz, weil der maßgebliche Autor Raphael Lemkin nämlich gerade vor dem Hintergrund der Verfolgung der Armenier zu der Schlussfolgerung gekommen ist, nur internationale Institutionen wie die Vereinten Nationen müssen gegen Völkermord aufstehen. Und deswegen, glaube ich, ist es legitim, auf diese Relevanz auch hinzuweisen. Und der zweite Punkt. Die Konvention definiert Völkermord unabhängig davon, ob es, Zitat, im Frieden oder im Krieg begangen wurde. Auch das greift eine Diskussion auf, die uns oft begegnet, wenn wir über den Völkermord sprechen, weil ja gesagt wird, das ist im Krieg passiert. Und ich sage sehr eindeutig, Krieg relativiert nichts,
wenn die Menschenrechte verletzt werden. Und das ist auch ein aktueller Bezug, weil wie sollten wir in Zukunft gegen diejenigen vorgehen, die schwerste Menschenrechtsverletzungen in Syrien zum Beispiel begehen, wenn der Krieg relativieren würde. Und deswegen sage ich sehr eindeutig, wenn wir heute Völkermord mit den Mitteln des internationalen Rechts bestrafen wollen, so spricht nichts dagegen, die Konvention aus ihrer Entstehung heraus zu würdigen. Ich würde gerne eine zweite grundsätzliche Bemerkung machen. Gegenstand der Debatte ist der Völkermord an den Armeniern und nicht die Beurteilung Präsident Erdogans. Ich denke, in dieser Debatte sollte man das auseinanderhalten. Ich weiß, Max Weber würde vielleicht ihn als Prototypen des autoritären Herrschers sehen, aber das sei dahingestellt. Dennoch, glaube ich, hilft diese Debatte so nicht weiter. Sie hilft nicht weiter, weil man Außenpolitik nicht mit Schaum vor dem Mund machen darf. Und insbesondere, und das gebe ich denjenigen zu bedenken, sie befördern auch die Allmachtsfantasien vielleicht von geglaubten Alleinherrschern. Und deswegen sage ich auch sehr deutlich, wir müssen aufpassen, nicht nur eine Person verantwortlich zu machen, sondern es gibt mehr. Es gibt mehr Willfährige, und deswegen, glaube ich, brauchen wir eine differenzierte Debatte, insbesondere wenn wir mit der Türkischen Republik versuchen, auf gleicher Augenhöhe manches auch aufzuarbeiten, was in dieser Zeit braucht. Und nur die Widersprüche, die es in diesem Land gibt, machen auch erst einen Präsidenten Erdogan möglich. Deswegen sage ich sehr deutlich als Demokrat, wir dürfen nicht vergessen, egal wie wir das beurteilen, dass er immerhin die Mehrheit auch der Wählerstimmen erreicht hat. Aber es gibt manche Bedenken, und die haben wir offen genug formuliert. Und ich will einen weiteren auch hinzufügen, weil er für die Außenpolitik nicht ganz uninteressant ist. Präsident Erdogan und seine AKP repräsentieren den politischen Islam. Und der politische Islam wird auch teilweise aus der Türkei als Vorbild mitgesehen. Und deswegen appelliere ich auch sehr deutlich an die AKP, wenn sie irgendwann einmal nicht die Mehrheit mehr in der Türkei hat, muss sie eben auch andere politische Kräfte an die Regierung lassen. Und ich finde, das ist der Auftrag, der zumindest auch von dieser Seite aus angesprochen werden muss. Dennoch, ich glaube, Veränderungen sind möglich, aber sie kommen insbesondere natürlich aus der türkischen Gesellschaft. Wir können wenig von außen beeinflussen, aber ich bin zuversichtlich, sowohl das, was ich erlebe über die Zivilgesellschaft, über die Medien, über viele andere Gespräche, zeigt eine viel größere Differenzierung. Und auch das sage ich als Sozialdemokrat, natürlich irritiert mich, wenn auch die Partei, zu der wir in der Vergangenheit enge Kontakte gehalten haben, auch im Parlament der Aufhebung der Immunität zustimmt. Und auch deswegen, finde ich, müssen wir durchaus das ein oder andere auch hier ehrlich benennen. Aber wenn wir nur wenige Möglichkeiten haben, dann müssen wir zumindest auch die Chancen nutzen. Ich bin der Bundeskanzlerin dankbar, die beim letzten Besuch zumindest endlich mit der Zivilgesellschaft zusammengetroffen ist. Aber ich hätte mir viel mehr gewünscht, dass sie bereits genauso wie der deutsche Außenminister frühzeitig auch mit der Opposition und insbesondere mit Mitgliedern der HDP-Fraktion zusammengetroffen wäre. Und das wäre möglich gewesen. Und ich glaube, sie sollte sich überlegen, ob sie das nicht nachholen kann. Und ich finde, umso mehr müssen wir auf Regeln und Zusammenarbeit achten. Und deswegen unsere Aufgabe ist, und das ist genauso wichtig, frühzeitig gegen autoritäre Ansprüche in der Europäischen Union uns zu wehren, weil nur das auch das richtige Signal nach meinem Dafürhalten in die Türkei gibt. Meine Damen und Herren, wir wissen aus Erfahrung, wie mühevoll und schmerzlich die Aufarbeitung der eigenen Geschichte sein kann. Dennoch sollten auch die politischen Verantwortlichen in Ankara und Jerewan wissen, ein solches gemeinsames Vorhaben ist kein Zeichen von Schwäche. Im Gegenteil, nur so kann neues Vertrauen und menschliche Stärke wachsen. Die Türkei hat Juden vom Deutschland entfachten Holocaust gerettet. Und wir Sozialdemokraten erinnern uns mit Dankbarkeit an die Aufnahme politisch Verfolgter. Ich denke etwa an Ernst Reuter. Heute wünschen wir uns eine Türkei, die in vergleichbarer Offenheit und Größe einem dunklen Kapitel ihrer Geschichte gerecht wird.
Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Rolf Mützenich war das für die SPD-Fraktion, deren stellvertretender Vorsitzender ist. Nächster Redner ist jetzt für die Linksfraktion Gregor Gysi. Gregor Gysi ist der nächste Redner für die Fraktion Die Linke. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Herr Kauder, ich hatte so gehofft, Herr Kollege Kauder, dass Sie eine Krankheit überwinden, wenn ich aufhöre als Fraktionsvorsitzender. Aber Sie leiden immer noch schwer darunter. Ich muss das der Bevölkerung erklären. Es gibt eine pathologische, also krankheitsbedingte Ausschließeritis. Und diese Krankheit führt dazu, dass Sie mit den Linken zusammen keinen Antrag machen. Ich glaube, ja, glauben Sie es mir, Sie müssen sich einen Ruck geben. Ich will es Ihnen auch erklären. Es ist ganz einfach, sich therapieren zu lassen. Sie müssen ein paar demokratische Grundsätze akzeptieren. Sie müssen akzeptieren, dass ein Parlament Ausdruck unterschiedlicher Interessen ist. Sie müssen Toleranz entwickeln. Und Sie sollten nicht vergessen, dass wir im September Wahlen in Berlin haben. Vielleicht, ich weiß es ja nicht, kommt meine Partei in die Regierung und dann brauchen Sie uns. Und das ist mit krankhaften Leuten immer schwer hinzubekommen. Aber nun zum Inhalt. Nach Frankreich, der Schweiz, Zypern, der Slowakei, Litauen, den Niederlanden, Schweden, Italien, Belgien, Russland, dem Vatikan, Kanada, Chile, Argentinien, Venezuela und Uruguay gedenkt nun auch der Bundestag der Opfer der Deportationen und Massaker im Osmanischen Reich, der fast vollständigen Vernichtung der armenischen Bevölkerung in Anatolien genau vor 100 Jahren. Endlich müssen wir es als das benennen, was es war: ein Völkermord an 1,5 Millionen Armenierinnen und Armenier. Auch aramäisch-assyrische und chaldäische Christinnen und Christen, Pontos-Griechinnen und Griechen wurden gejagt und umgebracht. Und es gibt eine historische Mitverantwortung Deutschlands, worauf der Bundestagspräsident zu Recht hinwies. Das Deutsche Reich als damaliger Verbündeter des Osmanischen Reiches im Ersten Weltkrieg leistete Beihilfe zum Völkermord. Wir müssen deshalb sehr aktiv an der Aufklärung der Hintergründe und der Beteiligung mitwirken. Allerdings müssen wir, das heißt der Bundestag, sich auch noch klar und missverständlich zu den Ermordungen und Grausamkeiten gegenüber den Herero und Nama zwischen 1904 und 1908 in der damaligen Kolonie Deutsch-Südwestafrika erklären. Das steht noch aus. Wir wissen aus eigener Geschichte über die Schwierigkeiten, sich den Verbrechen aus der eigenen Bevölkerung zu stellen. Im Westen, nicht im Osten, dauerte es bis 1968, das heißt 23 Jahre, bis sich die jüngere Generation gegen das Verschweigen der Nazi-Verbrechen auflehnte. Und es dauerte 40 Jahre, bis Bundespräsident Richard von Weizsäcker 1985 endlich sich klar zu den Verbrechen der Nazi-Diktatur bekannte, für das gesamte deutsche Volk die historische Verantwortung dafür übernahm und das Ende des Krieges als Tag der Befreiung auch für das deutsche Volk deklarierte. Heute ist das Thema kein Problem mehr von der Union bis zur Linken. Wir können gemeinsam die Nazi-Verbrechen verurteilen, und das geschieht ja auch. Und ich weiß, dass Flüchtlinge auch über die Türkei gerettet wurden. Dafür gehört der Türkei nach wie vor auch unser Dank. Aber ich möchte noch hinzufügen, dass die Verbrechen der Nazi-Diktatur einzigartig sind und mit anderen geschichtlichen Vorgängen nicht verglichen werden sollten, auch nicht mit den Verbrechen des Osmanischen Reiches. Aber gerade deshalb frage ich, warum es der türkischen Regierung 100 Jahre nach dem Völkermord an den Armenierinnen und Armeniern immer noch nicht möglich erscheint, dies ehrlich einzuräumen und aufzuarbeiten, sondern stattdessen Regierungen und Länder, die das Verbrechen des Völkermordes benennen, zu drohen. Es ist auch nicht hinnehmbar, wenn unsere Abgeordnete Sevim Dadelen, und ich nehme an, dem Kollegen der Grünen, Cem Özdemir, geht es genauso, mit Hassmeldungen, Morddrohungen in den sozialen Netzwerken, im Internet bedroht werden. Der Bundestag muss diese Angriffe auf unsere Abgeordneten entschieden zurückweisen, und ich danke dem Bundestagspräsidenten, dass er es schon getan hat. Und wenn der Bundestag dies zurückweist und sich von den Drohungen von Präsident Erdogan nicht einschüchtern lässt, dann beweist er Souveränität und setzt ein spätes
aber wichtiges Signal. Auch aktuell ist dieses Signal wichtig. Die hohe Zahl an Flüchtlingen über ein finanziell und wirtschaftlich schwaches Griechenland und die Türkei lösen zu wollen, scheint mehr als absurd. Natürlich muss man helfen, auch und gerade der Türkei. Aber dann muss man auch dafür sorgen, dass das Geld wirklich bei den Flüchtlingen ankommt. In der Türkei werden Menschenrechtsverletzungen begangen. Eine Regierung ist nur dann souverän und aufrichtig, wenn sie diese klar benennt und verurteilt, nicht nur, wenn es ihr politisch passt, sondern immer. Und wenn sie sich von keiner anderen Regierung nötigen oder gar erpressen lässt. Was erleben wir jetzt in der Türkei? Das Verbot der größten Oppositionszeitung. 138 Abgeordnete der Opposition droht nach einer Verfassungsänderung Verfolgung. Überwiegend sind es die Mitglieder der kurdischen Demokratischen Partei der Völker, HDP. Wir erleben auch eine darüber hinausgehende Verfolgung von Kurdinnen und Kurden in der Türkei. Wir erleben die Bombardierung der Kurdinnen und Kurden durch die Türkei in Syrien. Das sind aber jene Menschen, die den aktivsten Kampf gegen die schlimmste Terrororganisation, den Islamischen Staat, am Boden führen. Die Türkei hat alle Grenzübergänge zu Syrien geschlossen, wo die Kurdinnen und Kurden herrschen, lässt aber im Interesse des Nachschubs alle offen, wo der Islamische Staat herrscht. Es demütigt uns alle, dass die Bundeskanzlerin zu all diesen Menschenrechtsverletzungen mehr schweigt als spricht, sich bei Präsident Erdogan eher anwidert. So schafft sie die Flüchtlingsfrage nie. Heute fehlt sie, Vizekanzler Gabriel fehlt, der Außenminister fehlt, auch nicht besonders mutig. Wir müssen aber auch der Menschen im Osmanischen Reich gedenken, die Widerstand leisteten, die sich gegen den Völkermord stellten. Das waren auch ranghohe osmanische Staatsbeamte, Gouverneure. Ich nenne Faik Ali Bey, Mehmet Kelal Bey, Mustafa Aga Aşizoğlu, Hüseyin Nesimi Bey. Sie alle stehen für diesen Widerstand. Sie haben sich den Deportationsbefehlen widersetzt und mussten das zum Teil mit ihrem Leben bezahlen. Ich kann heute nicht über das Verhältnis von Armenien und Aserbaidschan sprechen, wo wir die Rolle Armeniens auch kritisch sehen. Das ist aber nicht das Thema. Das machen wir ein andermal. Liebe Türkinnen und Türken, liebe deutsche Staatsangehörige türkischer Herkunft, bitte glauben Sie mir, nur wenn man die historische Verantwortung für begangene Verbrechen übernimmt, wird der Weg der Aussöhnung mit den Armenierinnen und Armeniern und anderen frei. Ich kenne viele, die diesen Weg gehen, aber es müssen noch mehr werden, bis hin zur türkischen Regierung, zum türkischen Präsidenten und irgendwann und vor allem auch zum türkischen Parlament. Gregor Gysi war das für die Linksfraktion. Nächster Redner ist jetzt CDU-CSU-Fraktion, spricht nun der Kollege Franz Josef. Franz Josef Linke, stellvertretender Vorsitzender der CDU-CSU-Fraktion. Franz Josef Jung ist das natürlich. Franz Josef Jung, meine Damen und Herren, stellvertretender Vorsitzender der CDU-CSU. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir beenden heute eine Debatte, die wir am 100. Gedenktag an den Vertreibungen und Massaker an den Armeniern sowie den assyrischen, aramäischen und chaldäischen Christen, ebenso den Pontosgriechen und anderen christlichen Minderheiten begonnen haben. Und meine Damen und Herren, ich bin froh darüber, dass es uns jetzt gelungen ist, hier diesen gemeinsamen Antrag zu entwickeln mit der Überschrift Erinnerungen und Gedenken an den Völkermord an den Armeniern und anderen christlichen Minderheiten in den Jahren 1915 und 1916. Aber, meine Damen und Herren, ich will auch daran erinnern, dass in der damaligen Debatte am 24. April letzten Jahres bereits der Bundestagspräsident sehr deutlich von Völkermord gesprochen hat, unsere Redner ebenso und einen Tag zuvor auch unser Staatsoberhaupt, der Bundespräsident, diese Formulierung gewählt hat. Und meine Damen und Herren, dieses gemeinsame Gedenken gebietet der historische Anlass und es ist Ausdruck auch des tiefen Respekts und des Mitgefühls gegenüber den Opfern und gegenüber den Armeniern als einer der ältesten christlichen Nationen. Bis zu 1,5 Millionen Menschen
haben bei diesem Massaker ihr Leben verloren. Es war die fast vollständige Vernichtung der Armenier im Osmanischen Reich. Und meine Damen und Herren, wir bezeichnen nicht nur das Massaker in Übereinstimmung mit der Definition der Vereinten Nationen als das, was es war, nämlich Völkermord, sondern wir machen auch die Mitverantwortlichkeit des Deutschen Reiches deutlich, dem damaligen militärischen Hauptverbündeten des Osmanischen Reiches, das trotz entsprechender Informationen nichts versucht hat, dieses Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu stoppen. Wir Deutsche wissen sehr genau, wie schwierig die Aussöhnung mit den Nachbarn bzw. den Völkern ist, denen man unzähliges Leid zugefügt hat. Wir verkennen hierbei nicht die Einzigartigkeit des Holocaust. Dieser nimmt in der Geschichte eine schreckliche Sonderstellung ein. Aber ich will dies insbesondere auch gegenüber der türkischen Regierung und der Bevölkerung zum Ausdruck bringen. Man muss deutlich unterscheiden zwischen der Schuld der damaligen jungtürkischen Regierung und der Verantwortung für die Gegenwart und die Zukunft. Und meine Damen und Herren, uns geht es darum, nicht die Türkei an den Pranger oder auf die Anklagebank zu setzen, sondern uns geht es darum, deutlich zu machen, dass zur Aussöhnung die Verantwortung für die gemeinsame Vergangenheit unabdingbar ist. Nur wer sich zur Vergangenheit bekennt, kann Versöhnung und somit die Zukunft gestalten. Uns verbindet mit der heutigen Türkei sehr viel. Sie ist für uns ein wichtiger Partner. Wir sind gemeinsam mit der NATO, in der OSZE, im Europarat. Zwischen unseren Ländern bestehen gute wirtschaftliche, kulturelle und zivilgesellschaftliche Beziehungen. 3 Millionen Mitbürgerinnen und Mitbürger türkischer Herkunft sind ein Teil unseres Landes. Und gerade deshalb ist es uns besonders wichtig, den Weg der Aufarbeitung der Vergangenheit zu beschreiten, um Fortschritte für die Zukunft und damit für die Aussöhnung zu erreichen. Meine Damen und Herren, der Versöhnungsprozess ist gestoppt worden. Und wir wollen einen neuen Impuls für Versöhnung setzen. Wir fordern deshalb in unserem Antrag die Bundesregierung auf, Projekte, die sich der Aufarbeitung der Geschichte und der Annäherung der Menschen in beiden Ländern widmen, zu fördern. Stipendien für Wissenschaftler, Unterstützung zivilgesellschaftlicher Kräfte, die sich für Versöhnung einsetzen. Es hat übrigens bereits 2014 von dem damaligen Ministerpräsidenten, heutigen Staatspräsidenten Erdogan, eine Beileidskundgebung gegenüber dem Armenien zum Gedenktag gegeben. 2009, darauf wurde kurz hingewiesen, ist in den Zürcher Protokollen zwischen der türkischen Regierung und der armenischen Regierung vereinbart worden, dass eine Kommission eingesetzt wird für die wissenschaftliche Aufarbeitung und Untersuchung der geschichtlichen Ereignisse. Vereinbart worden, diplomatische Beziehungen aufnehmen zu wollen und die Grenze öffnen zu wollen. Aber diese Vereinbarungen sind nicht ratifiziert worden. Und meine Damen und Herren, es ist unsere Auffassung, dass die Ratifizierung dieser Protokolle für beide Seiten ein Gewinn wäre und wir einen Impuls setzen wollen, dass dies in Zukunft möglichst geschieht. Meine Damen und Herren, wir wollen mit unserem gemeinsamen Antrag deutlich machen, dass wir die Aufarbeitung der Vergangenheit und die Aussöhnung und die Annäherung zwischen der heutigen Türkei und der Armenien unterstützen wollen. In der Erinnerung an das Unrecht wächst die Aussicht, dass sich dieses nicht wiederholt. Meine Damen und Herren, deshalb sind wir auch gemeinsam aufgefordert, alles zu tun, damit Menschen und Völker nicht Opfer von Hass und Vernichtung in der Gegenwart oder in der Zukunft werden.
Deshalb bitte ich Sie herzlich um Unterstützung unseres gemeinsamen Antrags. Ich danke Ihnen. Die Rede von Franz Josef Jung am Ende mit der Bitte um Unterstützung des gemeinsamen Antrags, den ja alle Fraktionen einbringen, außer der Linken, die einen eigenen, relativ ähnlichen Antrag hier eingebracht hat. Nächster Redner ist jetzt der Parteivorsitzende der Grünen, Cem Özdemir. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, Exzellenzen, Eminenzen, viele Vertreterinnen und Vertreter der Aramäer, der Assyrer, der Armenier, der Chaldäer, der Pontusgriechen und übrigens auch aus der türkischen Zivilgesellschaft sitzen heute hier auf der Besuchertribüne. Seien Sie uns alle herzlich willkommen. Der Zeitpunkt, um über etwas solch unvorstellbar Grausames wie ein Völkermord zu sprechen, ist nie günstig. Nach einem langen, mühsamen Hin und Her stimmen wir heute über einen Antrag ab, der von Völkermord spricht, klar die deutsche Mitschuld benennt und sagt, dass daraus geradezu eine Verpflichtung für Deutschland erwächst, sich dafür einzusetzen, dass das Verhältnis zwischen der Türkei und Armenien normalisiert wird und es zu einer Wiederannäherung kommt. Ich will zunächst die Gelegenheit nutzen, der Großen Koalition zu danken dafür, dass Sie Wort gehalten haben mit dem gemeinsamen Antrag. Ich will aber auch einen Dank richten an die Kirchen für ihre Unterstützung in der Sache, an unseren Bundespräsidenten, an unseren Bundestagspräsidenten für ihre klaren Worte. Ohne sie hätte es diesen gemeinsamen Antrag heute so nicht gegeben. Unseren türkischen Freunden möchte ich sagen, es geht nicht um Fingerzeigen. Es geht nicht darum, dass wir moralische Hoheit für uns beanspruchen. Denn wir bringen diesen Antrag ja gerade nicht ein, weil wir uns moralisch überlegen fühlen oder uns in fremde Angelegenheiten einmischen wollen, sondern weil es bei diesem Text heute eben auch um ein Stück deutscher Geschichte geht. Ich darf zitieren, Reichskanzler Bethmann-Hollweg sagte, unser einziges Ziel ist, die Türkei bis zum Ende des Krieges an unserer Seite zu halten. Gleichgültig, ob darüber Armenier zugrunde gehen oder nicht. Das Ergebnis, berichtete Graf Lüttichau, Gesandtschaftsprediger der deutschen Botschaft in Konstantinopel, dann 1918 nach Berlin. Ich darf zitieren, in den östlichen Provinzen, also mit Ausschluss von Konstantinopel und Smyrna und anderen Plätzen in der westlichen Türkei, sind von der Gesamtbevölkerung 80-90%, von der männlichen Bevölkerung 98% nicht mehr am Leben. Was die Geistlichen anbelangt, sie sind fast völlig ausgerottet. Und genau deswegen haben wir geradezu eine historische Verpflichtung, Armenier und Türken aus Freundschaft zur Versöhnung zu ermuntern. Und mit Blick auf die in Deutschland lebenden Armenier sage ich, das gilt ausdrücklich auch für die in Deutschland lebenden Armenier. Liebe Kolleginnen und Kollegen, dass wir in der Vergangenheit Komplizen dieses furchtbaren Verbrechens geworden sind, darf nicht heißen, dass wir heute zu Komplizen der Leugner werden. Die Aufarbeitung der Shoah ist die Grundlage unseres demokratischen Deutschlands. Deshalb ist es Zeit, dass wir nun auch den Blick auf andere Verbrechen von früheren Vorläuferstaaten der Bundesrepublik Deutschland aufarbeiten. Und darum will auch ich ausdrücklich den Völkermord an den Herero und Nama erwähnen. Auch dieser Völkermord wartet darauf, dass er aufgearbeitet wird. Als der Statthalter von Kütahya 1915 den Befehl zur Verschleppung der armenischen Bevölkerung in seinem Bezirk empfing, gab er öffentlich bekannt, dass er diesem Befehl nicht Folge leisten werde. Der Gouverneur von Konya, die Anhänger des Mevlevi-Derwisch-Ordens in Konya, haben genau dasselbe gemacht. Sie haben auf ihr Herz gehört, ihr menschlicher Kompass hat nicht versagt. Bei vielen war es ihr muslimischer Glaube oder es war ihr Menschenbild, das es nicht zuließ, dass sie diesen niederträchtigen Befehl aus Istanbul Folge ließen. Vor Ihnen und vor all den mutigen Helden
die den Befehl nicht umgesetzt haben, die es auch in der Türkei gab, verneigen wir uns in Hochachtung. Auf diese türkischen Schindlers und nicht auf die Mörder Talat Pascha und Enver Pascha haben die Menschen in der Türkei, aber auch die Menschen, die in der Bundesrepublik Deutschland leben, aus der Türkei, allen Grund, stolz zu sein. Indem wir den Völkermord anerkennen, die deutsche Mitverantwortung daran bekennen und die Aufarbeitung vorantreiben, möchten wir aber auch die Bürgerinnen und Bürger in Deutschland mit türkischem Hintergrund die Möglichkeit geben, dass sie Antworten auf die Fragen finden, auf die sie in den türkischen Geschichtsbüchern sicherlich keine Antwort finden. Und ich weiß da, wovon ich spreche. Wie unser Bundespräsident letztes Jahr in seiner Rede deutlich gemacht hat, die heute Lebenden tragen keine Schuld. Das gilt ja im Übrigen für uns, auch im Zusammenhang mit der Shoah. Aber wir tragen Verantwortung. Und diese Verantwortung gilt für uns Deutsche genauso für die Menschen in der Türkei. Wir wollen niemanden stigmatisieren. Im Gegenteil. Wir wollen die ermutigen, die Fragen stellen. Und ich will die Gelegenheit nutzen, auch an das Leid der vertriebenen Muslime aus dem Balkan erinnern. Und ich will an das Leid der Tscherkessen erinnern, darunter die Vorfahren meines Vaters, von denen manche Experten sagen, dass das, was ihnen widerfuhr, auch als Völkermord beschrieben werden kann. Auch ihre Geschichten warten darauf, erzählt zu werden, dass künftige Generationen ein Bild der türkischen Geschichte vermittelt bekommen, das eben nicht schwarz und weiß ist, sondern bunt und komplex. Und wenn wir heute in die Region schauen, dann sehen wir, dass wieder Christen verfolgt werden. Im Irak, in Syrien, auch in der Türkei. Die Orte, in denen diejenigen Armenier angekommen sind, die die Drecks der Vertreibung überlebt haben, sind Orte mitten im syrischen Kriegsgebiet. Aleppo, Deir ez-Zor beispielsweise. Nachdem wir uns alle hier im Haus jahrelang über die Sanierung von Kirchen in der Türkei freuen durften, werden nun wieder Kirchen verstaatlicht und geschlossen. Priester dürfen faktisch ihre Ausbildung in der Türkei nicht mehr machen. Und was vielleicht am bittersten ist, du Armenier ist schon immer ein Schimpfwort in der Türkei gewesen, aber es ist heute mehr denn je ein Schimpfwort. Auch ich werde als du Armenier bezeichnet. Ich empfinde es nicht als Beleidigung, als Armenier bezeichnet zu werden. Als jemand, der aus einer sunnitisch-muslimischen Familie stammt, bin ich in großer Sorge, wenn ich an das Ostchristentum denke. Christliche Gemeinschaften sind ausgerechnet an der Geburtsstätte des Christentums von der Ausrottung bedroht. Wenn die Armenier heute noch leben würden, wäre Vandes Paris des Ostens. Der dies gesagt hat, war mein ermordeter türkischer armenischer Freund Rand Dink, der Journalist, der sich wie kein anderer für die Versöhnung zwischen Türken und Armeniern in der Türkei eingesetzt hat und damit dafür mit seinem Leben bezahlt hat. Ich bin dem Bundestagspräsidenten dankbar dafür, dass er angesprochen hat, dass Bundestagsabgeordnete nicht bedroht werden dürfen für ihre Meinung. Aber ich tue mich ein bisschen schwer damit, liebe Kolleginnen und Kollegen, darüber zu reden hier, weil ich weiß, dass wenn ich hier nachher den Bundestag verlasse, werde ich nicht verhaftet werden. Wenn ich heute nach Hause gehe, wird meine Immunität vermutlich nicht aufgehoben werden. Ich werde nicht zusammengeschlagen, ich werde nicht umgebracht. Das gilt nicht für all unsere Kollegen in der Türkei. Das gilt nicht für diejenigen, die in der Türkei sich für die Aufarbeitung dieser Verbrechen einsetzen. Darum, unsere Solidarität gilt diesen Menschen. Die haben wirklich was zu befürchten. Die zahlen einen hohen Preis. Herzlichen Dank. Cem Özdemir war das, Bündnis 90 Die Grünen. Nach ihm jetzt Christoph Bergner für die CDU-CSU-Fraktion. Das Wort erhält nun der Kollege Christoph Bergner für die CDU-CSU-Fraktion. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, hochverehrte Gäste! Als wir am 24. April
vergangenen Jahres hier zusammenkamen anlässlich des 100. Jahrestages der Vernichtung der osmanischen Armenier, stand Erinnern und Gedenken im Vordergrund unserer Debatte. Aber es ist bei dieser Sitzung etwas deutlich geworden, was mindestens in den Koalitionsfraktionen zuvor als umstritten galt, nämlich der Umstand, dass wir nur dann angemessen an die Ereignisse von damals gedenken können, wenn wir den Begriff Völkermord zu ihrer Kennzeichnung auch gebrauchen. Und deshalb kann ich es nur begrüßen, dass wir heute einen Antrag einbringen als gemeinsamen Antrag, der aus wohlerwogenen Gründen den Begriff Völkermord bereits in der Überschrift verwendet. Ich weiß, es wäre sachlich fragwürdig, das Anliegen dieses Antrages auf diesen Begriff zu reduzieren. Aber da sich die Vorwürfe und Kritik der letzten Wochen vor allen Dingen auf diesen Begriff konzentrierten, möchte ich Verschiedenes klarstellen. Erstens, wir verwenden diesen Begriff nicht im Sinne einer juristischen Anklageerhebung, das ist bereits gesagt worden und das ist auch mir wichtig. Zweitens, wir fühlen uns genötigt, von Völkermord zu sprechen, um die Dimension der Tragödie angemessen zu beschreiben, die sich vor 101 Jahren im Osmanischen Reich ereignet hat. Um den Opfern das besondere Gedenken zu widmen, das ihnen Zukunft als Opfer einer systematischen und massenhaften Verfolgung und Tötung. Und auch um unsere Mitverantwortung als Deutsche nicht zu bagatellisieren, ist es wichtig, den Begriff Völkermord unzweideutig zu verwenden. Meine Damen und Herren, wir verwenden den Begriff Völkermord aber auch, weil wir es für unverzichtbar halten und weil nur dieser Begriff die exemplarische Bedeutung der Ereignisse vor über 100 Jahren verdeutlichen kann. Mir ist ein Satz in unserem Antrag wichtig, den ich kurz noch einmal zitieren möchte, indem wir sagen, dass die Vernichtung einer Million ethnischer Armenier beispielhaft für die Geschichte der Massenvernichtung, der ethnischen Säuberung, der Vertreibung, ja der Völkermorde, von denen das 20. Jahrhundert auf so schreckliche Weise gezeichnet war, steht. Das kennzeichnet die exemplarische Bedeutung. Und Herr Mützenich hat darauf hingewiesen, dass für Raphael Lemkin der Völkermord an den Armeniern das gewissermaßen erste Lehrstück für die Formulierung der UN-Konvention gegen Völkermord wurde, die heute Grundbestandteil des modernen Völkerrechts ist. Aber wenn ich von der exemplarischen Bedeutung der Ereignisse von damals spreche, dann möchte ich auch noch einmal an die Gedenkrede unseres Bundespräsidenten am 23.04.2015 erinnern, in denen er herausgearbeitet hat, dass das Streben der Jungtürken, die jungtürkische Ideologie, die ein ethnisch homogenes, religiös einheitlichen Nationalstaat suchte, dass diese Ideologie das eigentliche Motiv an den Massakern an den Armeniern und anderen christlichen Gruppen war. Und ich darf auch den Bundespräsidenten noch einmal kurz zitieren: Trennung nach Volksgruppen, ethnische Säuberung und Vertreibung bilden Anfang des 20. Jahrhunderts oftmals die düstere Seite der Entstehung von Nationalstaaten. Es gehört auch aus meiner Sicht zu den bedrückenden Erfahrungen der Moderne, dass die Entwicklung zur Volkssouveränität oft mit der Herausbildung ethnischer Reinheitsideologien verbunden ist. Der britische Soziologe Michael Mann spricht von der dunklen Seite
der Demokratie, dass mit der Volkssouveränität Minderheiten in der Sorge leben müssen, dass ihre Identität majorisiert und unterdrückt wird. Und auch dies macht die exemplarische Bedeutung des Völkermords aus an den Armeniern aus und bezieht sich nicht nur auf die Genozide des vergangenen 20. Jahrhunderts, sondern ich denke in diesem Zusammenhang auch an die bitteren Erfahrungen im Scheitern des arabischen Frühlings, als mit aufblühender Demokratisierung ethnische, religiöse und konfessionelle Konflikte aufgebrochen sind, als Staatengebilde in Bürgerkriegen versanken und versinken, wie wir es heute noch in Syrien erleben. Herr Kollege, achten. Und deshalb ist, und damit schließe ich, Herr Präsident, der Völkermord an den Armeniern sollte für uns nicht nur ein Anlass zu fortwährenden Gedenkens an die Opfer sein, sondern er gibt auch Stoff über die Entwicklung moderner Staaten und Nationen unter den Bedingungen eines souveräner Völker nachzudenken. Herzlichen Dank. Christoph Bergner war das für die CDU-CSU-Fraktion. Der nächste Redner ist Dietmar Nitan für die SPD. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, vor über 101 Jahren nahm eines der großen Menschheitsverbrechen des 20. Jahrhunderts seinen Lauf. Die Regierung des Landes, welches damals seinem Verbündeten hätte in den Arm fallen können, ja hätte in den Arm fallen müssen, ließ die Barbarei in zynischer Menschenverachtung einfach geschehen. Und das Land, von dem ich hier spreche, heißt Deutschland. Im damaligen Osmanischen Reich mussten in den Jahren 1915 und 1916 Hunderttausende unschuldige Männer, aber insbesondere auch Frauen und Kinder erleben, dass sie nachts aus ihren Häusern gerissen wurden, dass sie auf Todesmärsche geschickt wurden, ohne genügend zu essen zu haben, ohne genügend Wasser zu haben, in die Wüste, um sie jämmerlich, man muss es so hart sagen, verrecken zu lassen. Auf diesem Weg, nicht schon schlimm genug, wurden sie Räuberbanden anheimgegeben, die ihnen noch das letzte nahmen, was sie vielleicht auf der Flucht mitnehmen konnten, die massenhaft Frauen vergewaltigten. Aged, die große Katastrophe ist, das ist schon hier betont worden, eben kein Kollateralschaden der Kriegswirren der damaligen Zeit. Die systematische Vertreibung und Vernichtung der anatolischen Armenier wie auch der Aramäer, Assyrer, Pontusgriechen und der chaldäischen Christen war von staatlichen Stellen auf Befehl des damaligen jungtürkischen Regimes systematisch geplant und sie wurde systematisch auch durchgeführt. Und dieses Verbrechen hatte ein klares Ziel. Es hatte das Ziel, diese Volksgruppen im damaligen Osmanischen Reich zu eliminieren. Und sicherlich auch dank der Bemühungen von Raphael Lemkin haben wir mittlerweile in der internationalen Staatengemeinschaft, auch das wurde hier gesagt, einen Begriff für ein so unbegreifliches Verbrechen gefunden, Völkermord. Angesichts bestimmter Debatten, die jetzt gerade außerhalb dieses Hohen Hauses stattfinden, möchte ich an dieser Stelle noch einmal klarstellen, wir sitzen hier nicht zu Gericht. Niemand sitzt auf der Anklagebank, weder Mitglieder der Bundesregierung, die heute nicht auf der Regierungsbank sitzen, und schon gar nicht das türkische Volk, dem wir, glaube ich, alle in großer Verbundenheit und Freundschaft verbunden sind. Und ich finde, dass es nur derjenige, der unredliche Absichten im Sinn hat, aus dem Text unseres gemeinsamen Antrages eine Anklageschrift uminterpretieren kann. Denn das zeigt die Überschrift und auch der erste Satz dieses Textes. Das ist keine Anklageschrift, sondern das ist eine Verneigung vor den Opfern. Applaus
Nein, es wird heute keine Anklageschrift und es wird auch keinen donnernden Urteilsspruch geben. Und nun könnte man sich ja fragen, ja, warum das Ganze? Die Antwort ist vielleicht so banal wie wegweisend. Heute wollen wir als Parlament, als die demokratisch gewählten Vertreterinnen und Vertreter des Souveräns, den Nachfahren derer, wir, die die Nachfahren derer sind, die damals weggeschaut haben, wir wollen uns heute vor den Opfern verneigen und wir wollen das in aller Demut tun und ohne Selbstgerechtigkeit. Wir wollen den Opfern dieses Menschheitsverbrechens unseren aufrichtigen Respekt zollen. Und wenn es darum geht, aufrichtig zu sein, muss man auch sagen, was war. Und dann gilt, ein Völkermord bleibt ein Völkermord, bleibt ein Völkermord. Auf diese Klarheit haben die Opfer und ihre Nachfahren viel zu lange schon gewartet. Deshalb kann ich die Debatten, die wir in der Öffentlichkeit erleben, um den Zeitpunkt der heutigen Behandlung des Themas nicht verstehen. Ich glaube, wir müssen nicht kritisieren, dass wir das heute hier machen, sondern wir müssten eher uns fragen, ob man nicht kritisieren muss, dass wir erst jetzt und erst heute machen, nach 101 Jahren. Wenn ich sage, dass es gilt, den Respekt vor den Opfern in den Vordergrund zu stellen, dann sollten wir auch nicht vergessen, dass sich die Opfer nicht mehr wehren können. Sie können nicht mehr mitdiskutieren. Sie konnten sich auch nicht wehren und auch ihre Nachfahren, wenn sie von denen, die ihnen das Leid angetan hatten, im Nachhinein noch verunglimpft wurden, verleugnet wurden, wenn die Verbrechen relativiert wurden. Sie können sich aber auch nicht wehren, wenn heutige Politikerinnen und Politiker, egal auf welcher Seite, glauben, den Völkermord an den Armeniern zur Keule in tagespolitischen Auseinandersetzungen zu machen. Wenn man das tut, wird man dem Respekt vor den Opfern auch nicht gerecht, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich bin auch der festen Überzeugung, weil ich das in einer Zeitung lesen konnte, dass das deutsche Parlament heute hier nicht Rechthaberei betreibt, sondern ich sehe die heutige Debatte auch als eine Selbstbehauptung des Parlaments, dass unabhängig davon, wie bestimmte Dinge, die wir heute beschließen, von der Regierung gesehen werden, das Heft des Handelns in die Hand genommen hat und sich selbst eine Meinung gebildet hat und sie zum Ausdruck bringt. Und ich finde, das ist keine Schwäche, sondern eine Stärke unserer Demokratie. Erlauben Sie mir zum Abschluss darauf hinzuweisen, Michael Roth hat das, unser Staatsminister, vor ein paar Tagen in der Presse geäußert. Wir sollten auch unseren Beschluss nicht überholen, denn da hat der Staatsminister recht. Versöhnung kann man nicht beschließen. Und deshalb möchte ich ganz zum Schluss meiner Ausführungen einen Appell an alle jungen Menschen, ob sie türkischer, armenischer, deutscher oder welcher Herkunft auch immer sind, richten. Bitte glauben Sie nicht alles, was man Ihnen sagt, was in Ihren Schulbüchern steht. Möglicherweise auch das, was wir Ihnen heute hier im Bundestag sagen. Ich bitte Sie darum, machen Sie sich selber ein Bild. Schauen Sie sich die Dokumente, die im Auswärtigen Amt einsehbar sind, die zu einem großen Teil ja auf Deutsch sind, weil sie von deutschen Diplomaten stammen. Schauen Sie sich an, bilden Sie sich selber ein Urteil. Lassen Sie Ihr Herz sprechen, wenn Sie sich diese Dokumente anschauen. Und lassen Sie sich nicht von wem auch immer einreden, dass diejenigen, die das Wort Völkermord in den Mund nehmen, das türkische Volk beleidigen wollen. Nein, das türkische Volk ist ein großes und starkes Volk und es hat sich nicht nötig, vor seiner Vergangenheit zu verstecken, sondern es kann es sich ihr selbstbewusst und mit Demut stellen. Kämpfen Sie dafür, dass das geschieht, denn das ist der richtige Weg, der Verantwortung gerecht zu werden, die uns allen aus unserer Geschichte auferlegt ist. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Elie Wiesel hat am 27. Januar 2000 an dieser Stelle gesagt, wer sich dazu herbeilässt, die Erinnerungen an die Opfer zu verdunkeln, der tötet sie ein zweites Mal. Ich bin der festen Überzeugung, dass dieser Appell von Elie Wiesel von immer mehr Menschen, auch von immer mehr jungen Menschen in der Türkei gehört wird. Sie hören auf ihr Herz. Sie haben ein Herz für die Opfer. Sie werden sich in Zukunft nicht mehr von staatlichen Stellen ein Geschichtsbild vorschreiben lassen. Und das gibt mir die Hoffnung, dass es Versöhnung geben wird.
Und in diesem Sinne danke ich Ihnen allen für Ihre Aufmerksamkeit. Dietmar Nitan war das für die SPD-Fraktion. Nächster Redner ist Hans-Peter Uhl, CDU-CSU. Nun für die CDU-CSU-Fraktion. Herr Präsident, meine verehrten Kolleginnen und Kollegen! In jeder Geschichtsbetrachtung, sagt Goethe, selbst einer diplomatisch vorgetragenen sieht man immer die Nation durchscheinen, wozu der Schreibende oder der Redende gehört. Wenn also ein Deutscher, über den ich zitiere, eine 100 Jahre alte Formulierung des deutschen Pfarrers Johannes Lepsius, Todesgang des armenischen Volkes spricht, wird die persönliche Betroffenheit zu spüren sein. Wie sehr ein Völkermord geschehen im Namen des eigenen Volkes, der eigenen Nation, diese Nation belastet, wissen gerade wir nur zu gut. Der Verleger der Allgemeinen Wochenzeitung der Juden in Deutschland, Karl Marx, beschrieb im November 1952, wie er alleine mit dem damaligen ersten Bundespräsidenten der Bundesrepublik Deutschland, Theodor Heuss, nach dessen Rede zur Weihe des Gedächtnismales in Bergen-Belsen zu einem Gedenkstein ging, der von den überlebenden Juden unmittelbar nach der Befreiung errichtet wurde. Er schrieb, wir mussten einen schmalen Pfad zwischen den Massengräbern passieren. Plötzlich verfärbte sich Heuss und stützte sich auf mich. Er brachte nur die Wörter hervor, schrecklich, schrecklich, und zitterte am ganzen Körper. Das war der erste Bundespräsident der Bundesrepublik Deutschland. In Kenntnis dieses Schrecklichen kam Charles de Gaulle nach Deutschland und sagte bei seinem ersten Staatsbesuch 1962, ich grüße das große deutsche Volk, ja, das große deutsche Volk. Genauso sind auch wir bei der heutigen Erinnerung und dem heutigen Gedenken an den Völkermord an den Armeniern und anderen christlichen Minderheiten aufgerufen, etwas, auch wenn selbstverständlich, nochmals auszusprechen. Unsere Achtung vor dem bedeutenden Osmanischen Reich und unser Respekt vor dem großen türkischen Volk. Wir sind zuversichtlich, dass auch die türkische Regierung zunehmend verstehen wird, dass es unser nach dem Zweiten Weltkrieg gewachsenes europäisches Bewusstsein ist, dass man Opfern gedenkt, ohne damit andere in eine Schuldrolle drängen zu wollen. Wir kennen Albert Schweitzers kulturethische Lehre, Ehrfurcht vor dem Leben und Ehrfurcht vor dem Tode. In diesem Sinne und aus keinem anderen Grunde führen wir die heutige Aussprache. Es wird vielfach gesagt und es ist ungerecht und in gewisser Weise auch willkürlich, sich in diesem Zusammenhang nur mit dem Osmanischen Reich und nur mit den Armeniern zu beschäftigen. Ich nehme diese Fragen sehr ernst, denn es liegt ja nun über 100 Jahre zurück, worüber wir heute reden. In Abwandlung eines Satzes von Bundespräsident Gauck kann man darauf antworten, das Schicksal der Armenier stehe beispielhaft für die Geschichte der Massenvernichtung, der ethnischen Säuberungen, der Vertreibungen im 20. Jahrhundert. Mit den Pogromen an den Armeniern begann es im 20. Jahrhundert, Massenmord als legitime Antwort auf staatliche und gesellschaftliche Probleme zu sehen. Natürlich hatte das Osmanische Reich Probleme mit den Armeniern, das ist auch unbestritten. Das Schrecken darüber war so groß, dass selbst der als humanistisches Vorbild allseits anerkannte Reichstagsabgeordnete Friedrich Naumann die Massaker als eine Art Notwehr der Türken damals bezeichnete. Die Antwort des Osmanischen Reiches war aber die erste zahlreicher staatsterroristischer Aktionen, in denen Staatenlenker auf Massenmord und Völkermord setzten, mit Stalins Sowjetunion und ihrem Massenmord an den Kulaken, dem Genozid an den Ukrainern und den innersowjetischen Säuberungsaktionen und vor allem mit der durch ihre
bürokratisch-perfektionistische Durchführung unvergleichbare Vernichtungsaktion der Deutschen an den Juden nahm das Fürchterliche seinen Verlauf. In ähnlichem Zusammenhang wie dem heutigen habe ich im Juli 2000 auf die innere Einheit von Erinnerung und Zukunft hingewiesen und damals gesagt, denn ohne Erinnerung und Übernahme der Verantwortung für das Geschehene kann es keine gedeihliche Zukunft geben, kein friedliches Miteinander unter Nachbarn. Das gilt auch für das heutige Miteinander von Türken und Armeniern. Und das ist in diesem Hause unser heutiges Anliegen, mit dem Blick der Wahrheit zurück zu schauen, um mit dem Blick des Friedens nach vorne schauen zu können. Soweit Hans-Peter Uhl für die CDU-CSU-Fraktion. Nächster Redner ist jetzt Albert Weiler, ebenfalls CDU-CSU. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Armenierinnen und Armenier, liebe Türkinnen und Türken, Sireli Hayesh, Sevgili Türkler. Danke vorab an den Bundespräsidenten, danke an Norbert Lammert, den Bundestagspräsidenten, aber auch danke an die Kanzlerin und die Fraktionen, die dazu beigetragen haben, konstruktiv beigetragen haben, dass diese Abstimmung heute stattfindet. Vielen Dank. Was hat der Mensch, dem Menschen Größeres zu geben als Wahrheit? Weise Worte Friedrich Schillers, wie ich meine. Als Bundestagsabgeordneter und Präsident des Deutsch-Armenischen Forums sowie bekennender Christ liegt mir das Thema Völkermord an den Armeniern und anderen christlichen Minderheiten, wie zum Beispiel Aramäern oder Pontos-Griechen im Osmanischen Reich, sehr am Herzen. Deutschland als damaliger Hauptverbündeter des Osmanischen Reiches darf in Europa auf keinen Fall eine Ausnahme machen. Wir haben die historische Verpflichtung, die jungtürkischen Gräueltaten beim Namen zu nennen und als Völkermord zu bezeichnen. Es ist besonders erfreulich, dass sich dabei unsere Koalition und die Grünen auf einen gemeinsamen, fraktionsübergreifenden Antrag geeinigt haben. Das heißt, an dieser historischen Tatsache gibt es für uns keinen Zweifel. Und es gibt keinen Zweifel daran, wer Opfer und wer Täter war. Die größte Herausforderung ist und bleibt weiterhin die schonungslose, kritische und ehrliche Aufarbeitung und Anerkennung dieser Tatsache seitens der Türkei. Es fehlt bis heute noch ein eindeutiges Bekenntnis der türkischen Regierung zu dem Unrecht, das damals geschehen ist, jenes schreckliche Unrecht, das den Armeniern widerfahren ist. Meine Damen und Herren, mit diesem Antrag wollen wir vor allem diesen schweren Weg bereiten, indem wir uns auch zu unserer Mitschuld und unserer Mitverantwortung bekennen, weil es ohne Anerkennung keine Versöhnung und keine Annäherung geben kann. Die Anerkennung des Völkermords ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur Verhinderung weiterer Genozide und ein Weg, unser Mitgefühl den vielen Millionen armenischen Nachkommen zu erweisen. Meine Damen und Herren, das Leid kennt keine Zeitgrenzen. Der Genozid an den Armeniern gerät nie in Vergessenheit. Auch nach einem Jahrhundert ist er uns bewusst. Er ist auch ein Teil unserer gemeinsamen europäischen Vergangenheit. Er beschäftigt uns alle, er geht uns alle an. Aber wir wollen vorankommen. Wir wollen auch bei den schwierigen Verhältnissen zwischen der Türkei und Armenien das erleben, was wir Deutschen erlebt haben, nämlich Vergebung und Versöhnung. Und das wäre nicht geschehen, wenn wir uns nicht der Vergangenheit gestellt hätten, sie nicht aufgearbeitet hätten, kritisch aufgearbeitet
wissenschaftlich aufgearbeitet, gesellschaftlich aufgearbeitet. Und das war nicht einfach. Das war anstrengend, meine Damen und Herren, das war schmerzhaft. Doch ohne die Aufarbeitung wäre uns niemals das Maß an Vergebung und Versöhnung mit Israel begegnet, das wir Deutsche seit 1945 erleben durften und erleben dürfen. Mit unserer Anerkennung im Parlament ermutigen wir auch die türkische Regierung, dass sie diesen ersten mutigen Schritt zur Anerkennung, Aufarbeitung und Versöhnung unternimmt, der die beiden Länder näher zusammenbringen wird. Es ist erfreulich, dass gerade in der heutigen Türkei es Menschen gibt, die eine ehrliche Aufarbeitung und Versöhnung mit Armenien anstreben. Menschen, die an einer gemeinsamen Zukunft bauen. Mit unserem Antrag wollen wir auch diese ehrwürdigen Frauen und Männer bestärken, die bereits mutige Schritte unternehmen. Jene türkischen Intellektuellen, die sich kritisch mit diesem Teil ihrer Geschichte auseinandersetzen. Wir werden gemeinsam mit diesen Menschen daran arbeiten, dass der Genozid von der türkischen Regierung aufgearbeitet wird, zum Wohl der Türkei und Armeniens. Wir wollen aber keine Schuldzuweisungen. Unser Ziel ist, durch Anerkennung, Aufarbeitung, Versöhnung zu einer gemeinsamen Zukunft, zu einem friedlichen Miteinanderleben in dieser Region beizutragen. Und genau dieses Ziel wollen wir gemeinsam erreichen. Vielen Dank, Kok Teşekkürler, Çatışma Galatasaray. Letzter Redner zu diesem Tagesordnungspunkt. Albert Weiler war das für die CDU-CSU-Fraktion. Nach ihm jetzt als letzter Redner in dieser Debatte Martin Petzold, CDU-CSU. Der Antrag hier heute im Deutschen Bundestag soll einen Beitrag zur Versöhnung der Völker leisten. Eine Aussöhnung zwischen Armenien und der Türkei ist nur möglich, wenn eine Aufarbeitung der Geschehnisse von 1915 und 1916 erfolgt. Ich bin Ihnen, Herr Kauder, dafür sehr dankbar, dass Sie am 25. Februar diesen Jahres die ausgestreckte Hand von Herrn Özdemir angenommen haben und dieses wichtige moralisch-historische Thema, wo wir als Bundesrepublik Deutschland auch eine Mitverantwortung tragen, eben nicht zum Parteiengeplänkel gemacht haben, sondern die Möglichkeit gegeben haben, das interfraktionell zu diskutieren. Nochmal vielen Dank an dieser Stelle. Und Sie, Herr Özdemir, haben deutlich gemacht, dass es Ihnen um das Thema geht, um diese Aufarbeitung, um die Fragestellung ja auch, wie unterschiedliche Völker in einer friedlichen Welt leben können. Sie haben Ihren persönlichen Hintergrund dargestellt. Bei mir ist es ja so, dass ich als Deutscher eine Mutter habe, die heute auch auf der Besuchertribüne sitzt, die in Armenien geboren ist. Deswegen habe ich zur Kenntnis genommen, lieber Albert, dass du heute etwas Armenisch gesprochen hast. Die Sprache habe ich als Kind gelernt. Und so bin ich als Deutscher mit armenischen Wurzeln aufgewachsen in dem Bewusstsein, dass es bei der Fragestellung des Genozids nicht darum geht, mit dem Finger und mit Schuld zu diskutieren, sondern darum geht, Versöhnung und Aussöhnung zu ermöglichen. Das ist tief in meinem Bewusstsein verankert. Und weil das so ist, stellen wir eben dieses Thema nicht in einen aktuellen Kontext. Wir stellen es nicht in den aktuellen Kontext, dass wir bewerten und sehen, was die Türkei heutzutage für Flüchtlinge tut. 2,5 bis 3 Millionen Syrer bekommen dort Schutz, werden unterstützt. Aber das wichtige Thema des Genozids, der moralischen Aufarbeitung, darf eben nicht in diesen Kontext gestellt werden. Was wir mit diesem Antrag, den wir im Deutschen Bundestag verabschieden werden, gegenüber der Bundesregierung fordern, ist ja erstens, dass wir den Versöhnungsprozess unterstützen möchten. Zweitens, dass wir zivilgesellschaftliche, kulturelle und wissenschaftliche Aufarbeitung in Armenien und in der Türkei mit Projekten unterstützen wollen. Dass es dazu kommt, dass man sich in der Türkei, aber auch in Armenien mit wissenschaftlichen Fragestellungen, mit kulturellen beschäftigt, der auch erinnert an die gemeinsame Geschichte, an die gemeinsame Kultur. Und das dritte Thema in unserem Antrag
Für mich übrigens vielleicht das Wesentliche auch für die Fragestellung einer friedlichen Zukunft ist die Frage des Züricher Protokolls. Es wurde schon angesprochen, 2009 auf den Weg gebracht, ist es ins Stocken gekommen. Und in diesem Züricher Protokoll geht es gerade darum, dass die Grenzen zwischen der Türkei und zwischen Armenien geöffnet werden. In diesem heutigen Europa, wo Mauern hochgezogen werden, wo Grenzen geschlossen werden, wäre es ein starkes Zeichen auch von dieser Debatte, wenn es danach gelingt, dass die Grenzen zwischen der Türkei und Armenien geöffnet werden und dass die Armenier von mehr Handel und von mehr Möglichkeiten auch einer freien Grenzöffnung profitieren würden. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und vielen Dank, dass sich der Deutsche Bundestag entschieden hat, diesen Völkermord in der Form so anzuerkennen. Martin Petzold, meine Damen und Herren von der CDU-CSU-Fraktion, war der letzte Redner in dieser Aussprache zum Gedenken an den Völkermord an den Armeniern vor etwa 100 Jahren. Jetzt wird diese Resolution abgestimmt. Darin heißt es, das Schicksal der Armenier stehe beispielhaft für die Geschichte der Massenvernichtungen, der ethnischen Säuberungen, der Vertreibungen, ja, der Völkermorde, an denen das 20. Jahrhundert auf so schreckliche Weise gezeichnet ist. Es gibt verschiedene Erklärungen noch zur Abstimmung und hier sehen Sie, dass das gesamte Haus, alle Abgeordneten also zustimmen. Damit hat der Bundestag hier Stellung bezogen. Doch es gibt eine Gegenstimme aus der CDU, eine Enthaltung aus der CDU-CSU-Fraktion. Bitte, einer bitte mal, also das wollen wir schon korrekt im Protokoll haben. Wer möchte dagegen stimmen? Eine Gegenstimme. Wer möchte sich der Stimme enthalten? Dann ist bei einer Gegenstimme. Okay, jetzt haben wir es. Es gibt also eine Gegenstimme aus der CDU-CSU-Fraktion und eine Enthaltung. Ansonsten aber eine breite Zustimmung des gesamten Hauses. Die Debatte scheint damit nicht zu Ende zu sein, denn es wird sicherlich noch politisch diskutiert werden, gerade zwischen der Bundesregierung der Bundesrepublik Deutschland und der Türkei. Uns bleibt hier vielleicht noch der Hinweis auf einen Roman zur Sache von Franz Werfel, die 40 Tage des Mossadak, der diese Geschichte sehr präzise erzählt, die Verfolgung der Armenier im damaligen Osmanischen Reich.